Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung an Frau Preiser und Herrn Felsermeier. Ich möchte Ihnen also in den nächsten 25 Minuten etwa einen Überblick über historische Trends und aktuelle Entwicklung im Dienstleistungshandel geben. Ein kurzer Überblick. Im Dienstleistungshandel muss man erstmal meistens leider über Definitionen reden und über statistische Erfassungen, die, also ich werde Ihnen einige Details dazu noch geben, aber die längst nicht so gut ist wie im Warenhandel, das werden wir sehen. Dann werde ich kurz einen Überblick über Trends im Dienstleistungshandel geben, einfach wie sich Handelsvolumen entwickelt haben, in den letzten 40 Jahren etwa. Und dann kurz über ausgewählte Forschungsergebnisse meiner eigenen Arbeit und die Arbeit anderer reden. Zum Beispiel Dienstleistungsexporte auf Firmenebene, dann Handelshemmnisse im Dienstleistungshandel, wie definieren wir die? Was hat sich da getan in den letzten Jahrzehnten für Liberalisierung? Und letztlich ein sehr aktuelles Thema, Dienstleistungshandel und Brexit. Kurz, wie wichtig ist Dienstleistungshandel für das Vereinigte Königreich und was sind eventuelle Folgen von Brexit? Hängt natürlich sehr viel davon ab, was verhandelt wird, und ich will versuchen, kurz über verschiedene Szenarien zu reden. Also, was ist Dienstleistungshandel? Ist eigentlich gar nicht so einfach zu definieren. Also, wir wissen meistens, was Dienstleistungen sind. Der Economist hat es so definiert, dass eine Dienstleistung ist, was man verkaufen kann, aber was einem nicht auf den Fuß fallen kann. Ich glaube, das ist auch mal eine ganz gute Definition. Was ist Dienstleistungshandel? Also es gibt zwei Hauptdefinitionen. Einmal ist die Definition, die der Zahlungsbilanz unterliegt. Und dann gibt es also das von der WTO, vom GATS, vom General Agreement on Trading Services, eine Definition, die sich ein bisschen unterscheiden. Man muss das in meinem Auge behalten, wenn von Dienstleistungshandel geredet wird. Und das ist auch wichtig für die Statistiken, die ich Ihnen zeige, ein bisschen später. Also die Zahlungsbilanzdefinition ist eigentlich relativ einfach. Die besagt eigentlich, dass Dienstleistungshandel sind alle Dienstleistungstransaktionen zwischen Inländern und Ausländern, wobei Inländer definiert sind als Leute, die halt länger als ein Jahr in einem Land tätig sind. Es gibt ein paar Ausnahmen für Studenten und so weiter, aber groß und ganz ist das die Definition. Also da gibt es, man kann verschiedene Beispiele bringen, denken Sie an ein Callcenter, zum Beispiel, dass Anrufe aus England und Indien entgegennimmt. Also die Leute, die im Callcenter in Indien arbeiten, sind Ausländer nach dieser Definition. Die Kunden in England sind Inländer, das ist also eine Transaktion zwischen Inländern und Ausländern. Tourismus ist ein anderes klassisches Beispiel, oder zum Beispiel der McKinsey Consultant, der zum Beispiel von London nach Paris fährt und da eine Präsentation gibt. Also das ist eine relativ einfache Definition. Der GATS hat es ein bisschen komplizierter gemacht, also aus historischen Gründen in der Uruguay-Runde wurden diese vier verschiedenen sogenannten Modes, vier Kategorien entwickelt. Die der Zahlungsbilanzdefinition im Weiten sprechen, mit Ausnahme von Mode 3, der kommerzielle Präsenz. Also um Ihnen kurz ein paar Beispiele zu geben, GATS unterscheidet also diese vier Modes. Der erste ist grenzüberschreitender Handel. Das wäre also dieses Callcenter-Beispiel, das ich Ihnen gerade gegeben habe. Da sind praktisch der Produzent und der Konsument sind in unterschiedlichen Ländern und bleiben auch da, während die Transaktion erfolgt. Dann gibt es Konsum im Ausland, also Tourismus ist das klassische Beispiel, wo halt der Konsument ins Ausland geht und da die Dienstleistung konsumiert. Mode 4, die Anwesenheit natürlicher Person, was immer wichtiger heute im Dienstleistungshandel ist, wenn der Produzent ins Ausland geht. Also zum Beispiel der McKinsey Consultant, der halt von London nach Paris geht und da in Präsentation geht. Also da geht der Produzent ins Land des Konsumenten und bringt da die Dienstleistung. Also diese drei Modes decken sich im weitestgehend mit der Zahlungsbilanzdefinition, aber es gibt auch diesen dritten Mode, kommerzielle Präsenz. Und das heißt praktisch, wenn ausländische Unternehmen inländische Geschäftsstätten haben. Zum Beispiel, wenn eine ausländische Bank hier eine Filiale öffnet, zum Beispiel, dann würde diese Filiale nach den Zahlungsbilanzdefinitionen als Inländer gelten, länger als ein Jahr hier sind. Aber nach GATS wäre es im Prinzip auch eine Art von Handel, von Dienstleistungshandel. Und wie wir sehen werden, ist dieser Mode 3 ist besonders wichtig im Dienstleistungshandel, etwa doppelt so wichtig wie alle anderen drei zusammen. Lass mich kurz ein paar Worte zur statistischen Erfassung sagen. Das ist nicht ganz so einfach, Dienstleistungshandel zu erfassen. Wenn Sie daran denken, also im Vergleich zum Warenhandel, ist es halt deutlich schwieriger. Also im Warenhandel ist es relativ einfach, wenn Güter grenzüberschreiten, ist es relativ einfach zu registrieren, sind physische Güter, sind leicht messbar. Dazu kommt noch hinzu, dass es praktisch jahrhundertelange Traditionen der Zollerhebung in den meisten entwickelten Ländern und eigentlich in allen Ländern der Welt. Das ja praktisch zur Entwicklung von relativ fortgeschrittenen statistischen administrativen Systemen geführt. Es gibt eine lange Tradition der Zollerhebung, insofern wissen wir also, welche Güter zu besteuern sind, wie wir das machen und so weiter. Also, was ich immer ganz interessant finde, ist, wenn wir uns die statistischen Klassifikationen angucken,
im Harmonized System, also die Klassifikation, die dem Güterhandel zugrunde liegt, haben wir je nach, also zwischen 5.000, 6-Digit-Ebene bis in die EU teilweise 10.000 verschiedene Produkte. Dienstleistungen gibt es etwa in der Zahlungsbilanz 30 bis 50 verschiedene Kategorien. Also sehr wenig, weniger weit präzisiert und untergliedert. Wie wird statistische Erfassung denn gemacht? Also in den meisten Ländern werden Umfragen benutzt. Ich zeige Ihnen gleich mal die Frage, warum das in England läuft. Oder es werden Zahlungsmeldungen erfasst. Also über Banken, die es dann die Zentralbank weitermelden. Viele Länder sind in den letzten Jahren übergeschwungen, auf Umfragen, auf Umfragenbasis überzugehen, weil das einfach weniger aufwendig ist für Unternehmen. Das hat einige Probleme. Also Umfragenbasis oft unvollständig, nicht repräsentativ. Sehr viel schwieriger, den Dienstleistungshandel zu erfassen, weil man nicht genau weiß, a priori, welche Unternehmen eigentlich Dienstleistungen exportieren. Ich zeige Ihnen noch ein paar Statistiken später. Also nicht nur das Produzieren der Gewerbe wie im Warenhandel. Wenn es keine Finanzintermediäre gibt, dann werden natürlich Transaktionen über Zahlungsmeldungen nicht erfasst. Und ein besonderer Problemfall sind Transaktionen innerhalb von multinationalen Unternehmen. Also zum Beispiel wieder McKinsey, wenn die haben eine Zweigstelle in Berlin, in London. Wenn die zwar nicht untereinander kommunizieren, ist das eigentlich auch Dienstleistungshandel, aber das sind alles Transaktionen innerhalb des Unternehmens, die praktisch statistisch sehr selten nur erfasst werden. Also das, die Schlussfolgerung, die sich dann aufdrängt, ist, dass Dienstleistungshandel nur unvollständig erfasst ist. Und die Datenqualität ist deutlich schlechter als für Warenhandel. Also das ist immer was man im Auge behalten muss, wenn man über Dienstleistungshandel redet, dass wahrscheinlich Dienstleistungshandel deutlich größer ist, als was die Zahlungsbilanz und andere Statistiken uns zeigen. Mal ganz kurz, dass ihr, ob Sie das lesen können, das ist ein Bogen, so wird in England die Zahlungsbilanz erfasst. Also Unternehmen kriegen praktisch einen Fragebogen einmal im Jahr zugeschickt, wo sie sagen müssen, was sind hier in der linken Spalte Exporte und in der rechten Spalte Importe. Die müssen also sagen, was sind die Einnahmen aus Exporten und Importen von Dienstleistungen für verschiedene Kategorien. Also zum Beispiel hier Advertising, Consulting zum Beispiel, PR, rechtliche Dienstleistungen und so weiter. Und im Prinzip die statistischen Ämter sind praktisch darauf angewiesen, dass die Unternehmen das korrekt ausbilden. Und das ist also eine große Frage, ob das wirklich so einfach ist, das zu machen, wenn die alle Transaktionen innerhalb des Unternehmens berücksichtigen und so weiter. Also jetzt nach diesen Vorbehalten, das sind die Daten, die wir haben. Also das sind Zahlungsbilanzdaten hier, die haben also nicht Mode 3, ist da nicht eingefasst. Nur mal zum Vergleich, wie wichtig Dienstleistungshandel ist. Also wir sehen, was wir hier haben, ist, wir haben praktisch der Warenhandel, ist also das produzierende Gewerbe, wir haben Landwirtschaft und dann Rohstoffe. Und Dienstleistungen sind also diese gelb-orange Linie hier. Was wir sehen, ist ungefähr etwa ein bisschen weniger als ein Viertel des insgesamten Welthandels macht Dienstleistungshandel aus. Steigt allerdings stärker als Güterhandel, als Warenhandel. Nicht sehr viel stärker, aber immerhin so, dass es in den letzten Jahrzehnten ein bisschen aufgeschlossen hat zum Warenhandel. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine konservative Schätzung, wie wichtig Dienstleistungshandel ist, aber es um die meisten Perspektive zu setzen, ist Warenhandel wahrscheinlich immer noch wichtiger. Das sind so die verschiedenen Kategorien, die gehandelt werden. Lassen Sie mich ein bisschen selektiv sein hier. Also wir haben hier unten in der Die sind geordnet nach der Wichtigkeit im Jahre 2013. Wir sehen also immer noch Transportleistungen, Reiseverkehr, also das ist vor allem Luftfahrt, Schifffahrt und so weiter, Reiseverkehr, Tourismus vor allen Dingen und unternehmensbezogene Dienstleistungen. Das sind also Sachen wie zum Beispiel Rechtsanwaltskanzleien sind dann Wirtschaftsprüfer, EDV, PR, Marktforschung, Unternehmensberatung und so weiter. Die sind also immer wichtiger geworden. Und machen inzwischen, sind es die wichtigsten Kategorien Dienstleistungshandel, etwa 27%, während Reiseverkehr und Transportleistungen doch deutlich zurückgegangen sind. Die andere Kategorie, die stark angestiegen ist, aber von niedrigem Niveau, sind EDV und Informationsdienstleistungen. Also bringen Sie so Suchdienste wie Google oder so weiter, machen einen größeren Anteil am Welthandel aus. Die Dienstleistungen sind aber immer noch relativ klein, verglichen zu den traditionellen Kategorien Transport und Also nochmal zur Zusammenfassung, der Gesamtwert der Dienstleistungen ist etwa 5 Billionen Dollar, das ist 2013 sind diese Zahlen, und sind relativ stark gestiegen, ein bisschen stärker als Warenhandel.
Und der Anteil des Dienstleistungshandels ist etwa jetzt also ein bisschen weniger als ein Viertel, 22%. Und wie gesagt, das sind nur Mode 1, 2 und 4. Generell Daten für kommerzielle Präsenz sind noch schlechter als für die anderen Dienstleistungen, weil man hauptsächlich zurzeit noch Verfügung für OECD-Länder. Die Daten, die wir haben, sagen allerdings, dass er meistens deutlich wichtiger ist als die anderen Transaktionen. Also die lokale Präsenz ist für Dienstleistungsunternehmen sehr wichtig und ist etwa doppelt so wichtig wie die anderen Modes zusammen. Das ist eine Forschung von Prudencia Odensky, die bezieht sich in die amerikanischen Daten, die wahrscheinlich die besten, die wir haben, angeguckt. Und also sie bestätigt das halt, dass für amerikanische Unternehmen die Absätze durch Mode 3, also kommerzielle Präsenz, ungefähr doppelt so hoch sind wie die anderen. Im Vergleich zum Warenhandel, da sind etwa ungefähr beide gleich wichtig. Also der Dienstleistungshandel, die Idee ist, dass so Face-to-Face-Communication immer noch sehr wichtig ist im Dienstleistungshandel. Wir haben auch einiges gelernt in den letzten 10 Jahren oder so über die Mikrodaten. Also die Zahlungsbilanz, wie gesagt, beruht ja meistens auf Umfragen. Das heißt, wir haben praktisch unternehmensgebende Daten. Und die haben sich vorher schon in den letzten 10 Jahren auch etwas angeguckt. Also ich habe in englischen Daten zum Beispiel gearbeitet. Die Sachen sind aber repliziert worden für viele andere Länder, Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die USA unter anderem. Ich möchte jetzt nicht ins große Detail gehen, aber hier ein paar wichtige Fakten, die wir gefunden haben. Ist zum Beispiel nur wenige Firmen exportieren Dienstleistungen. Ich kann Ihnen mal die Tabelle in der nächsten Seite zeigen. Also was das hier praktisch aussagt, ist, wir haben in der linken Spalte, das sind also englische Zahlungsbilanzdaten, Firmen praktisch, die nicht handeln, machen den Großteil aller Firmen aus. Also die nicht berichten, dass sie Dienstleistungen exportieren und importieren, etwa 92%. Also nur eine Anzahl E, no import heißt also exportieren, nicht importieren, die nur E ist, importieren, nicht exportieren und die letzte Spalte sind dann beides. Was hier ganz interessant ist, also erstmal, die meisten Unternehmen exportieren nicht, das war vielleicht nicht so überraschend, da sind sehr viele kleine Unternehmen da. Was vielleicht überraschender ist, ist, dass wenn Sie sich zum Beispiel das verarbeitende Gewerbe angucken, dass da die Exportquote teilweise deutlich höher ist. Ich meine, das hängt damit zusammen, dass es größere Unternehmen sind häufig, aber interessanterweise zum Beispiel Hightech Manufacturing zum Beispiel hat nur 20% der Unternehmen, 20% der Unternehmen, die exportieren, einige Dienstleistungsbranchen deutlich weniger. Andere Fakten, die wir gefunden haben, sind zum Beispiel, dass Dienstleistungsexporteure besser sind. Nach vielen Maßstäben sind sie meistens größer, produktiver, zahlen höhere Löhne und so weiter. Und Handelsvolumen ist generell sehr stark konzentriert. Also es sind die wenige große Unternehmen, die den Großteil des Dienstleistungshandels machen. Und das ist so ähnlich wie im Warenhandel. Lassen Sie mich ein paar Worte zu Handelshemmnissen sagen, bevor ich zum Brexit komme. Also was sind Handelshemmnisse im Dienstleistungshandel? Das ist wieder etwas schwieriger zu sagen als im Warenhandel. Es gibt nämlich natürlich keine Zölle im Warenhandel und die sind allgemein also relativ schwer messbar, diese Handelshemmnisse. Als Nebenbemerkung, nicht tarifäre Handelshemmnisse sind natürlich auch für den Warenhandel zunehmend wichtig und da wird die Messung auch schwieriger. Güter, für den Dienstleistungshandel gibt es halt praktisch nur diese nicht tarifären Handelshemmnisse. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Beispiele geben, das ist sehr komplex, dieses Thema. Zum Beispiel, was sind Sachen, die es schwieriger machen, für ausländische Unternehmen Dienstleistungen zu verkaufen? Das sind zum Beispiel Begrenzung ausländischer Anteile an einheimischen Unternehmen. Also wenn zum Beispiel englische Rechtskanzleien sagen, das häufig, wenn sie ins Ausland gehen, da haben sie Anteile an einem inländischen Unternehmen und bauen so eine Präsenz am englischen Markt auf. In einigen Bereichen ist das nicht möglich. Es gibt Beschränkungen, welche Anteile man erwerben kann in ausländischen Unternehmen. Qualifikations- und Zulassungserfordernisse sind sehr wichtig. Also zum Beispiel die Rechtsanwälte wieder dürfen die in anderen Ländern praktizieren, müssen sich erst da irgendwie registrieren lassen, dürfen überhaupt ausländische Unternehmen Dienstleistungen anbieten. Regulatorische Rahmenbedingungen sind natürlich wichtig. Und für diese Mode 4-Transaktionen, also wenn der Produzent ins Ausland geht, was natürlich auch wichtig ist, sind Einreisebeschränkungen. Also das ist besonders für Entwicklungsländer teilweise sehr schwierig. Also die indischen IT-Consultants, die können nicht einfach so nach Europa kommen. Es gibt halt Visa-Beschränkungen, das kann teilweise einen Monat dauern, bis sie ein Visa bekommen oder so. Und das macht es halt schwieriger, Dienstleistungen im Ausland anzubieten. Um es mal grob zusammenzufassen, also die Weltbank hat intensiv zu Dienstleistungshandel geforscht und Handelshemmnissen im Dienstleistungshandel. Also Ingeborg hat eine Universität Sussex zum Beispiel, und die haben praktisch diese Maßnahmen, also es gibt sehr viele Maßnahmen, die kann man praktisch alle eingliedern in diese drei verschiedenen Kategorien.
Also zunächst gibt es mal die wirklich explizit diskriminierenden Maßnahmen. Zum Beispiel, wenn man tatsächlich explizit sagt, dass Ausländer keine Anteile an inländischen Unternehmen erwerben dürfen. Dann gibt es die Maßnahmen, die zwar nicht explizit diskriminieren, aber de facto doch diskriminieren. Wenn Sie zum Beispiel nachdenken über Qualifikationsbestimmungen, wenn jetzt zum Beispiel ein ausländischer Arzt hat seine Qualifikation im Ausland erworben, Frankreich oder in den USA, die im Prinzip de facto gleichwertig ist der Qualifikation, die ein deutscher Arzt hat, aber der ausländische Arzt darf meistens nicht einfach praktizieren in anderen Ländern, sondern muss sich hier nochmal anerkennen lassen. Das heißt natürlich, im Prinzip müssen beide diese Erfordernisse erfüllen, aber für den Ausländer ist es halt schwieriger, weil er praktisch das doppelt erfüllen muss. Einmal in seinem eigenen Land und nochmal im Ausland. Und schließlich gibt es noch eine dritte Art von Handelshemmnis, das ist interessanterweise ein Mangel an Regulierung, das auch zu Nachteilen von ausländischen Anbietern führen kann. Also insbesondere, wenn Sie zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen nachdenken, es gab häufig in der Vergangenheit einen Monopolisten, gibt es Zugang zu wichtigen Infrastrukturen, Telefonnetz und so weiter, dass ausländische Anbieter überhaupt aktiv werden können in einem Land. Und da ist halt wichtig, dass es eine Regulierung gibt, die praktisch Inländern und Ausländern gleichen Zugang zu notwendiger Infrastruktur gibt. Es gibt also relativ wenige systematische Daten zum Dienstleistungshandel. Die Weltbank hat einige Arbeiten gemacht, so Bernhard Hofmann zum Beispiel, war der Erste, der daran gearbeitet hat. Also das kam auf in GATS. Also Leute wollten sich angucken, sind die Liberalisierungszugeständnisse in GATS, wie wichtig sind die de facto? Und ich glaube, der Hauptbefund hier ist, dass Handelsregime sind de facto bedeutend freizügiger als GATS. Also GATS ist im Prinzip nur eine Bestätigung von was sowieso schon da war, was ein bisschen Sicherheit gegeben hat, aber de facto eigentlich keine Liberalisierung vorgenommen wurde. Lassen Sie mich kurz aktuelle, das ist glaube ich von 2010, ist ein bisschen veraltet, aber das ist von der Weltbank, von Borchert Lutis Matu, einige Daten geben. Also generell, 0 ist also völlig frei und 100% ist ein komplett geschlossener Markt in verschiedenen Dienstleistungsbereichen. Was Sie sehen können, ist also auf der rechten Seite haben wir die Entwicklungsländer und so Schwellenländer. Generell ist es so, dass ärmere Länder höhere Beschränkungen für Dienstleistungshandel haben. Es gibt und die reichen Länder, also hier OECD-Länder hauptsächlich, haben niedrige Beschränkungen. Es gibt eigentlich einige große Ausnahmen, also es sind Golfstaaten hier, die haben GCC, die haben sehr hohe Beschränkungen, obwohl sie ein sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen haben. Und es gibt sektoral einige Ausnahmen, zum Beispiel die unternehmensbezogenen Dienstleistungen, Professional Services hier, haben generell durch die Bank sehr hohe Dienstleistungsbeschränkungen. Was hat darauf zurückzuführen, ist zum Beispiel Einreisebeschränkungen, sind schwierig, Qualifikationserfordernisse und so weiter und so fort. Also auch in entwickelten Ländern haben sie immer noch sehr hohe Beschränkungen. Lassen Sie mich vielleicht die letzten 5 Minuten kurz dazu verwenden, etwas über Dienstleistungshandel zu sagen und Brexit. Wie wir alle wissen, Dienstleistungshandel ist sehr wichtig für Großbritannien. Ich habe mal kurz für 2015 die Zahlen rausgesucht. Also ein deutlicher Überschuss, 225 Milliarden Exporte, ein Überschuss von fast 5% des BIPs. Das steht natürlich dem Warenhandel gegenüber. Also das Defizit ist ein bisschen zurückgegangen im letzten Jahr, aber das ist von 2015. Da war es immer noch 7% des BIPs. Also Dienstleistungsexporte tragen dazu bei, dass das Zahlungsbilanzdefizit nicht ganz so stark ausfällt. Im Vergleich, wir haben gesehen, im Weltdurchschnitt Dienstleistungsexporte sind etwa 22%. Für Großbritannien sind sie doppelt so hoch. Also 44% aller Exporte sind Dienstleistungen. Da ist Großbritannien ganz klar ein Outlier in den Daten. Das ist also vielleicht mit Luxemburg als Ausnahme das Land, für die Dienstleistungsexporte am wichtigsten sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit Brexit? Also der europäische Wirtschaftsraum ist klar der bestintegrierte multinationale Dienstleistungsmarkt der Welt. Es wird häufig gesagt, dass die Integration deutlich weniger fortgeschritten ist als im Warenhandel, und dem stimme ich auch zu. Aber es geht deutlich immer noch über existierende Freihandelsabkommen hinaus. Auch neuere Abkommen, wie die CETA zum Beispiel oder auch die Schweizer bilateralen Abkommen, sind nicht so liberal, wie was innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums geschaffen wurde. Das ist eine interessante Arbeit von Monique Bell, vom NISA in London. Die hat untersucht, also mit einer Gravitätsschätzung,
was die EDR-Mitgliedschaft bewirkt. Und sie hatte gefunden, dass sie mehr als das Dienstleistungsexporte mehr als verdoppelt. Innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes exportiert man langfristig den doppelt so viel wie an andere Länder. Also man kontrolliert vor andere Sachen wie Pro-Kopf-Einkommen, Distanz und so weiter zwischen den Ländern. Interessanterweise findet sie keinen Effekt von Freihandelsabkommen, was konsistent mit dieser Sicht ist, dass Freihandelsabkommen meist zur Bestätigung des Status quo sind. Was könnte passieren mit Brexit? Also ich meine, es ändert sich ständig, was Theresa May dazu denkt, aber das ist im Moment auch die offizielle Regierungsposition. Also gestern sah es ja so aus, als ob Nordirland vielleicht doch de facto im EDR bleibt. Dann gestern Abend sah es wieder anders aus, also es ändert sich ständig. Aber das offizielle Regierungsposition, sagt der Lancaster Hausrede im Januar, dass Großbritannien aus dem EDR und aus der Zollunion austreten wird und ein sogenanntes Deep Integration, tiefes Freihandelsabkommen schließen soll. Was sind die Implikationen für englische Dienstleistungsunternehmen und auch für europäische Dienstleistungsunternehmen? Zum Beispiel Niederlassungsfreiheit könnte beeinträchtigt sein. Also im Moment ist zum Beispiel in englischen Rechtskanzleien gab einen Untersuchungsausschuss vor kurzem im House of Lords, die unheimlich sehr viele Unternehmen befragt haben. Und eine Sache, die zum Beispiel Rechtsanwaltskanzleien in London immer sagten, ist sehr wichtig, dass sie halt ausländische Unternehmen aufkaufen dürfen, um Niederlassungen zu schaffen im EWR. Für Wirtschaftsprüfer ist auch wichtig. Qualifikationen und Zulassungserfordernisse, das sind für Unternehmen und Einzelpersonen. Also die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich über die Passporting-Rechte im Finanzsystem schon gehört, also dass man Finanzdienstleistungen in anderen EU-Ländern verkaufen kann. Für Fluglinien ist es sehr wichtig, die können zum Beispiel nach den geltenden Richtlinien können sie nicht nur von England in europäische Länder fliegen, aber auch rein einheimische Routen anbieten, zum Beispiel von Berlin nach München oder so, könnte ein englisches EasyJet könnte das machen, oder auch Routen zwischen einzelnen anderen europäischen Ländern. Okay? Das ist was wegfallen würde mit Austritt, wenn es natürlich kein Abkommen gibt, das ersetzen würde. Fernsehsender sind andere, also die Broadcasting Rights, es gibt in London viele Fernsehsender ansässig, die ausstrahlen können innerhalb von ganz Europas, ohne zusätzliche Lizenzen über auch in anderen Mitgliedstaaten. Was immer wieder aufkam, ist im Untersuchungsausschuss kurzfristig die Mobilität von Arbeitnehmern und Anwendern von Fachkräften aus der EU. Genau, da wissen wir nicht, was passieren wird nach 2019. Also es ist zum Beispiel sehr wichtig, Unternehmensberatung, kurzfristige Berater ins Ausland schicken zu können, da Präsentationen geben oder den einheimischen Teams helfen können. Praktisch alle Dienstleistungsbranchen, die befragt wurden, haben gesagt, dass sie sehr stark angewiesen sind auf Fachkräfte aus EU-Ländern. Regulatorische Divergenz, also England startet natürlich von einem Startpunkt, wo es praktisch eine komplette Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen gibt, innerhalb des EDRs. Aber das kann sich natürlich ändern nach 2019, das ist unklar, was passiert. Was vielleicht nicht mehr bewusst ist, Datenschutzbestimmungen sind auch sehr wichtig. Also die EU-Datenschutzgrundverordnung besagt, dass man nicht ohne weiteres Daten von Individuen im Ausland lagern darf, was also viele englische Unternehmen und europäische Unternehmen betreffen würde, die zum Beispiel integrierte IT-Systeme haben oder die Datenbanken in verschiedenen praktisch zentralisiert haben in einem Land. Das wäre also nicht ohne weiteres möglich. Und viele PTV-Unternehmen in London haben gesagt, das ist eines praktisch das größte Problem, was passieren könnte. Zum Beispiel England eine relativ restriktive Terrorgesetzgebung zum Beispiel. Und es ist nicht klar, wenn zum Beispiel die weiter verschärft wird, also Überwachung von Haushalten und so weiter, ob das kompatibel wäre mit der EU-Datenschutzgrundverordnung. Und da könnte es eventuell zu Handelshemmnissen kommen. Und schließlich, und das ist vielleicht auch ein sehr wichtiger Punkt, sind Schlichtungsmechanismen für Streitfälle. Also Dispute Settlement, die meisten Verträge und insbesondere die WTO sind natürlich State-to-State-Dispute Settlement, also einzelne Staaten können sich verklagen. In der EU ist es im Moment so, dass praktisch ausländische Unternehmen vor lokalen Gerichten Rechte einklagen können und bis zum EuGH notfalls gehen können. Das sind alles Sachen, die wegfallen würden und da sind sich Juristen allgemein einig, dass es sehr viel schwieriger wird, insgesamt insbesondere für kleine englische Unternehmen Rechte einzuklagen. Letztes Slide, dann bin ich fertig. Also, was sind die Alternativen? Also, ich rede jetzt nicht vom No-Deal. Hoffentlich Großbritannien hat einige Zugeständnisse gemacht in den letzten Wochen. Es ist immer noch nicht ganz klar, was passieren wird, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist doch stark zurückgegangen. Das wahrscheinlichste Resultat ist vielleicht ein Freihandelsabkommen als Alternative zum europäischen Wirtschaftsraum. Ich habe schon gesagt, dass ein Problem damit ist, dass die meisten Freihandelsabkommen eigentlich nur eine Bestätigung des Status quo sind. Also das ist im Prinzip nur das nochmal zementieren, was schon im GATS oder de facto
recht ist. Häufig Schweiz, Korea und Kanada werden als Ausnahmen genannt, insbesondere die Schweiz im bilateralen Abkommen. Das ist die Frage, ob Großbritannien nochmal sowas verhandeln könnte. Kanada ist vielleicht realistischer. Aber also alle Experten, die dazu befragt wurden, sagen immer, CETA ist eindeutig weniger integriert als der europäische Wirtschaftsraum. Also deutlich weniger. Monique Ebels Forschung habe ich schon genannt. Also was sie schätzt, ist, dass ein Austritt aus dem europäischen Wirtschaftsraum und Eintritt in ein durchschnittliches Freihandelsabkommen, also einfach, das nur Dienstleistungen beinhaltet, nicht so stark wie CETA, etwa 60-65% weniger Handel bedeuten würde, langfristig gesehen. Die Frage ist, würde Großbritannien ein durchschnittliches Dienstleistungshandelsabkommen treffen? Ich meine, da gibt es vielleicht Gründe, ein bisschen optimistischer zu sein, weil, wie gesagt, Großbritannien startet mit identischen regulatorischen Rahmenbedingungen im europäischen Wirtschaftsraum. Deswegen ist vielleicht Theresa Mays Unique Deal vielleicht etwas eher möglich. Aber immer noch, wenn man sich die Details anguckt, es gibt sehr, sehr viele Sachen zu behandeln. Und ich glaube, eines, wo sich alle Experten einig sind, ist, dass es unmöglich ist, das bis März 2019 hinzukriegen. Also es gibt praktisch keinen einzigen Experten, den ich bisher getroffen habe, der gesagt hat, dass bis 2019 diese Sachen geregelt werden können. Also eine Übergangsphase ist definitiv nötig. Ich glaube, das wäre im Interesse Großbritanniens, aber auch im Interesse der Europäischen Union, der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten. Ja, das war's. Vielen Dank.